Und damit herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Multiplayer mit Freddy und Hi. den Wolfies Soldiers. und den Katzis. Ja. Miau, 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 miau. Und natürlich dem Witwenmacher. Ich bin der Meinung, ich hatte so ein Ding schon mal. Da ist gerade was für dich runtergefallen, du wolltest klauen. Hab ich schon aufgehoben lange. Achso, lange. Boah, meine Maus. Mach mal eine Schockwelle rein. Okay, ja, danke! Ja, du sollst ja auch in meine Richtung machen. Du musst immer auf mich ziehen, wenn du ein Dings machst. Weil laufen ja alle Gegner hin. Vor allen Dingen, die Gegner fokussen meist immer an mich, weil ich immer ein Wurfmesser reinwerfe und dann laufen mal auf mich direkt. Ja. Weil du vor allem als erstes mal reinrennst. Ja, soll ich lieber hinten Wow. warten, bis du reinrennst? Nein, lieber nicht. Gut, das war das. Das war der Außenbezirk. Ah ja, Außenbezirk, schick, schick. Nee, noch nicht. Oh, wir haben ja noch richtig viel zu erkunden. Eine Maus, Alter. Ich ficke diese Maus gleich. Machst du nicht. Ich ficke ihre Junkie-Mutter auf dem Techno-Beat. Ich habe gerade mal so überlegt, was passieren würde, wenn ich TTT bei dir spielen würde. Würdest weinen? Alter, ernsthaft? Du hast. Moment. 8% Stärke, 8% Leben. Warte mal, sind 8% mehr als 13? 8% von 200, ja. Tschüss. Yep, 8% sind mehr. Ja, Tschüss, das war mir Amulett. bewusst. Sind 8% mehr als 13. Dum, 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 Ein dum, Raum fehlt noch. dum, 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 Ja, dum, waren wir in dem Raum da hinten schon drin? Nein. Doch, hier waren wir schon, Achso, also ja, da waren wir demnächst. schon drin, aber da oben noch nicht. Ja, das kam mir nur so gerade vor. Ich dachte, hier kann man übrigens die Zeit sehen. Es ist gerade 20:45 Uhr. Yep, genau, 20:46 Uhr. Nein, 45:50 Uhr. 46:19. Eine Uhr geht falsch. Deine geht falsch. Ach ja, genau, auf einem übertriebenen PC geht die Uhr falsch. Ja. Weil das ja auch so viel mit dem guten PC zu tun hat. Hat's auch. Die Uhr, ja. Ja, wenn der Das. PC schon alt ist, kann das eher zu Fehlern kommen als bei so einem neuen Ja, PC. ja. Red dich raus. Ja, Gärtner, der weiß sowieso alles. Ja, weh. Du sitzt doch da und liest AGBs. Mach ich immer. Verrückt. Das ist ein Ah. beschissenes Spiel. Nein, das ist Titan Quest. Das Lied ist einfach geil. Danke. Bitte. Nein, meine Maus! Jetzt kratzt den Sand aus der Maus raus. Weißt du, was ich bei meiner Maus immer denke? Nee. Die macht mich so aggressiv, jetzt werden wieder Geiseln geschlachtet. Hero Style. Ich kann es einfach nicht lassen. Wieso müssen ja schon wieder diese ekelhaften Gegner kommen? Tut mir leid, dass ich auf Tabletten und Rotbrände Sachen ins Ohr schreie. Essenz. Wo? Vitra. Gott aufgehoben. Ich weiß nicht, von welcher Essenz du redest. Einmal. Was hast du? Meine Maus. Das Problem hatte ich auch, als ich eine alte Maus, also als ich die Maus von meiner Mutter bei mir am PC angeschlossen hatte, damals, als meine Maus gerade nicht da war. Ja. Ich meine, du hast so 8 Geschwindigkeitsstufen, ich habe so 2. Ja, habe ich 8? Aber für eine 15-Euro-Maus ist die eigentlich gar nicht schlecht. Für eine 70-Euro-Maus ist die auch nicht schlecht. Welche hast du? Die Die 700, G700. ne? Ja, hat damals noch 70 gekostet, glaube ich, als ich die bekommen habe. Oder 90 sogar noch. Ja, es ist 99, kostet halt bei Logitech. Aber Logitech sollte man sowieso nichts bestellen. Ja, ich guck mal nachher bei Amazon. Dann werde ich mir die nicht bestellen, weil ich brauch's echt. Ich meine, du musst jetzt nicht unbedingt die G700 holen, also wenn du jetzt so dekadent leben willst wie ich. Alter, ganz Oder wie ehrlich, ich Kirschi. will jetzt echt mal vernünftiges Equip haben und ich habe das Geld nicht so wie Kirschi. Ja, ich hab's noch nicht, aber
Ich hab's halt eher normalerweise als Kirche. Ich muss dafür weder einen Kredit aufnehmen noch das Erbe von meiner Freundin verschleudern. Hi Das war Kirche. ihre Idee. Nein, er hat's ihr vorgeschlagen. Hat er nicht? Doch, hat er, nachdem ich ihm das gesagt habe. Ich habe das auch vorgeschlagen. Er meinte, sie hat das freiwillig gemacht. Also es war ihre Idee. Ich meinte so zu ihm, hey. Also er hat mir sein Konto schon geschickt und meinte so, hey, dann kannst du dir jetzt einen neuen PC leisten, so mit dem Lachsmiley. Und dann meinte er so, ja nee, das ist Jennys Geld und so. Aber ich frag jetzt mal. Oder sowas. Irgendwie, aber man kann ja mal fragen oder sowas. Dann meinte er so 20 Minuten später, ja, hey, geil, neuer PC gerade bestellt. Vor allen Dingen, anstatt dass man davon Führerschein macht oder so und dann nicht mehr Er Bahn hat fahren doch. muss. Sie nicht. Egal. Er könnte sie eigentlich einfach fahren. Ja, er schätzt doch sowieso den ganzen Tag. Aber er kann ja nicht mal jeden Tag aufnehmen. Ja, stimmt, ja, ich habe keine Zeit. Weil er auch so viel macht. Meiner. Ja, das war ein RV. Ich habe einfach wieder drauf gedrückt, um zu gucken, was es war. Krassen Sensor, du hast ja schon 10 Stück, das ist meiner. Ich sag jetzt extra noch, ey, das ist meiner. Ja, da Draufklicken. habe ich schon drauf geklickt, lange. Da Ja, habe ich ihn schon aktiviert. Where? Kennst du das, wenn Büsche dein Wurfmesser aufhalten? Nein. Ich leider schon. Leon hat mich übrigens gestern und heute gefragt, was ich mache. Ja, mich fragt er gestern so: Bock auf Titan Quest? Ich antworte nicht, weil ich es erst viel zu spät gelesen habe. Ich dachte, nee. Und ich hatte sowieso Kopfschmerzen hatte und war gerade im Bett. Nee, ich habe da eine Stunde gepennt oder so, weil ich Kopfschmerzen hatte. Und dann so, als die Page angefangen hat, was machst du heute? Habe ich auch nicht geantwortet. Wer bist du mit dem Level eigentlich? Null. Okay. Und du? Höhle? Weiter Angriff. Du meinst rechts weg. Ja, zweiter Da war Angriff. eine Höhle. Wo? Rechts unter uns. Ich klicke viel zu früh. Ich sehe die Eingänge voll nicht. Ich auch nicht. Das ist ein Riesenteil. Stimmt. Und hier wäre cool. Das ist schon eine Erfahrung, glaube ich. Es ist jetzt 11 Uhr gleich. Nein, 9 Uhr gleich. Lass uns eine Stunde TTT oder so. Ja. Die Stunde TTT ist. Ah, fuck, 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 dunkle Obelisken, dunkle Obelisken. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Einer ist weg. Alter, sind die fies, ey. Die Wer? machen mich echt eiskalt kalt. Die dunklen Wer denn? Obelisken. Ja, wir machen die gar nichts. Die sind nämlich übertrieben stark, Alter. Das ist doch einfach ein kleines Skelettgegner. Ja, Geisterskelette, gegen die ich keinen Schaden mache. Überhaupt nicht. Elementschaden und so ignorieren die komplett. Oh nein, Schatten. Hatten wir Schatten schon mal? Ja, in Bettlerbezirk Stimmt. von Memphis. Stimmt, Schatten sind mies. geht voll. Ah, die sind cool eigentlich. Also, die sind mies, aber cool. Meine Maus, ne? Die bumst nicht so hart. Ich fände cool, dass es diese kleinen Viecher wieder gibt. Ich fand die super. In Ägypten, in Griechenland immer. Warte. Was? Ich muss kurz Worauf? meine Maus trocken wischen. Irgendwie ist die unten so ein bisschen klebrig. Warum wohl? Weiß ich nicht. Vielleicht aus dem gleichen Grund wie meine Tastatur. Sie war eine gute Tastatur. Ich musste gestern ein Part Minecraft ertragen, indem ich sie hochgelobt habe. Indem ich so meinte, ja, meine Tastatur ist schon geil. Ich guck mal kurz, wie dein Partner geht. Und dann dachte ich mir so, ja, meine Tastatur war schon 10 Minuten geil. haben wir noch. Ja. Zum nächsten Brunnen sollten wir noch kommen, weil der da vorne direkt ist. Ja, und das Oh, Stadt. nächste Stadt. Themen. Letzte Stadt oder vorletzte? Vorletzte. Also vorletztes Portal. Ich weiß nicht, ob es danach sowas wie Gizeh ist oder so. Gizeh hatte auch ein Portal. Ja, deshalb ja. Gizeh ist aber keine Stadt für Ach mich. so, ich dachte, du meinst sowas wie Tigea. Stadt ohne Portal. Ja.
Oder sowas wie der Saturn-Pass, aber der hat ja wenigstens so einen Händler. Ja. Ist die Story von dem Spiel eigentlich gut? Standard, würde ich sagen. Hey, das Böse hat die Macht ergriffen. Die Welt ist in Aufruhr. Rette sie. Was, wenn ich möchte? Das habe ich nicht gefragt. Aber bei Sacred ist es ja auf gut Deutsch auch nicht anders. Hey! Poststrahl, meiner. Ja, oder? Bei Sacred, da musst du. Das ist doch richtig gut. Du erwachst und dann sollst du der Krone helfen und dann musst du irgendwie so einen Verrat oder so aufklären und Leute retten und dann musst du so wertvolle Sachen da sammeln, die dann zusammenschmieden und dann gegen was ganz Böses kämpfen. Ja, das Hauptziel ist eigentlich von Anfang an, tötet das große Böse. Immer. In welchem Spiel muss man nicht das große Böse töten? Schwere Holztür. Zum Glück kann jeder Idiot die aufmachen. Ich weiß nicht, in welchem Spiel das Böse nicht so war. Naja. Lagerplatz? Warte. Karawanenlagerung? Drei Bolzklauen fertig. Ich wollte gerade hier verkaufen. Zweimal krankes Gefieder. So, gleich erstmal die blauen Waffen einlagern. Du meinst die blaue Waffe. Ach nee, dein Speer war ja auch blau. Yep. Okay, den Ring kann ich langsam mal verkaufen. Dafür lagere ich noch einen grünen Ring ein. Und ein grünes Amulett habe ich auch eingelagert noch. Mein Speer, weiß ich noch nicht, ob ich den hier reinpacke. Ich glaube, den nehme ich nochmal mit. Nur für alle Fälle und so. Würde ich nicht machen, verbraucht viel zu viel Platz. Ach was, ich habe eh immer Platz über. Nur für alle Fälle. Ich meine, was für Fälle sollen kommen, wo du deinen Speer brauchen weiß solltest. Ich habe ihn jetzt weggepackt. Okay, Moment, ich habe das Auge fertig. Und sogar theoretisch nochmal. Einen. Warum nur theoretisch? Einen halt. Ach so. Schlicht, schlicht, schlicht. Den ganzen Rest kann ich verkaufen. Was? 13 Stärke? Wow, nice. Warte mal, ist 13 Stärke. Ach nee, 13 Stärke weniger als 8% Stärke, stimmt. Moment, was bringt das? Das bringt 12 Rüstung und 6% Rüstungsschutz und Bonus für vervollständiges Relikt 15 Rüstung. Heiland, Alter. Angriffsgeschwindigkeit. Wo schmiede ich Energie das mal rein? Ich glaube, das schmiede ich. Man kann in blaue Sachen nichts reinschmieden, oder? Bis dann. Nein. Ich schmiede mal gerade. Die Wahrheit ist, ich hasse Formeln. Gegenstand zurückgeben. Oh, er hasst übrigens Formeln. Obwohl er dieser Formeltyp hier ist. Man kann aber nur zwei Sachen irgendwo reinschmieden, oder? Weiß ich nicht. Brauchst du eine Sache, glaube ich, sogar etwas? Das soll ja stimmen. Dann packe ich nochmal Götterblut hier rein. Ich habe gerade meine Rüstung nochmal verzaubert. Meine Rüstung hat jetzt 52 Rüstung, von sich aus plus 15 Rüstung, plus das Relikt 12 Rüstung, plus 6% Rüstungsschutz und Bonus für vervollständiges Relikt 15 Rüstung. Das heißt, also ich habe jetzt 30 plus, 40 plus, 42 plus. Das heißt, ich habe damit schon mal 94 plus 6%. Kurz mal nachgucken, wo steht der Rüstungsschutz? Gesamtrüstung 166. 275. Das Ding macht jetzt über 100 Rüstung plus. Also ich habe jetzt auf meinem Ring nochmal 10% Lebenskraftschaden, 5 Lebenskraftschaden und 33 Giftschaden für 6 Sekunden geschmiedet und in meinem Schwert habe ich nochmal 10 Durchschlagschaden plus 8 Angriffsgeschwindigkeit. Waffe, das hier kann Ringe verzaubern. Das macht Schadenswiderstand und Leben. Moment. Das kann... Keine Quest mehr. Weiß ich nicht. Waffen. Vor allen Dingen, vor Theben ist ein Brunnen und nach Theben ist direkt noch einer. Gute. Rüstung. Ring ist keine Rüstung, ne? Nein, Rüstung sind nur Rüstungsgegenstände. Schilde, Schilde, Schilde. Bögen, Bögen. Warte mal. Willst du dir jetzt erstmal die ganze Zeit nur angucken? Achilles war in den Trojanischen Krieg. Seine Kraft und seine Schnelligkeit im Kampf waren legendär. Kann alle Waffen. Ach so, okay, legendär. Ich habe gerade legendär und Waffen zusammengelesen und dachte, das Ding könnte legendäre Waffen verzaubern.
Ich habe nur eins, was Schilde verzaubern kann. Was Ringe verzaubern kann. Egal, mach ich mal. Ja, ich habe Götterblut. Habe ich auch meinen Ring geschmiedet. Ich habe auch meinen Ring jetzt. Wir haben übrigens noch 5 Minuten, weil wir noch was Produktives machen, damit wir uns halt noch weiterlesen. Ich will noch verkaufen. Und Quests annehmen. Ich habe die Quest schon angenommen. Okay. Ich weiß nicht, wie es ist. Stäbe, Tränke. Kaufe oder gehe, aber lungere nicht herum. Hab schon verkauft. Ist mir ein Vergnügen. Und hier scheinen... Na, was sind viele Scheiß-Skorpion-Menschen? Gab's nur den Weg aus der Stadt raus? Ja, der andere war versperrt wegen Quest. Gut, dann kommen wir hierhin also nochmal zurück. Schick. Schick mal Link. Dann lass uns nicht weitergehen, das ist jetzt der letzte Pass für heute. Der letzte Part für heute. Sonst müssen können wir auch trotzdem noch hier... Töten. Was? Sonst müssen die Gegner alle nochmal töten. Ja, können wir trotzdem hier schon ein paar Gegner töten, oder? Ja, müssen sie aber nochmal töten. Ja, scheiß drauf. Da leveln wir halt ein bisschen. Wir sterben. So. Skorpion. Hochlandpass. So. Dann, wie lange haben wir jetzt noch? Ich will den Part nicht zu kurz machen, also 3 Minuten, lass dann bald, wenn wir noch bald 18 Minuten dann aufhören. Also eine Minute noch. Ja. Gut, dann kloppen wir eben nochmal die Scheiße aus den Viechern hier raus. Oh, warte mal, was sie verloren haben. Was ein Panzer. Oder was meinst du? Ja, ja. Haben die Blockierer verloren oder verarschen mich gerade? Wenn du also, nein sagst. Haben sie wirklich nicht, haben sie wirklich nicht. Ich meine, wenn du über nein sagst, verarschen mich immer. Ich weiß. Ich mach mir dieses, nö, ist nichts Großartiges, nein, nichts total Gutes oder so, nö. Das hab ich voll angewöhnt. So, was denn? Ah, nee, nix. Dieses Mal merkt total, dass er lügt, aber man kann nicht sagen, dass er lügt. Du lügst einfach immer. Nein. Wie kommst du denn darauf? Nur eine halbe Minute, dann töten wir die Gegner noch, dann machen wir aus. Bin fast tot, Alter. Gut, das ist voll das Leben, was laberst du? Der Part hat euch gefallen. Ja. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Oder nicht, ist mir auch egal. Ist es eben nicht. Guckt ihn nur noch, Jörg. Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn der Penner es nicht wieder auf stumm geschaltet hat. Jo, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich würde sagen, haut rein und tschüss. Ciao. Falsche Taste.